Willkommen zu einem weiteren Video. Schön, dass ihr dabei seid auf meinem Kanal. Ja, wo sitze ich heute? Ich sitze heute im Hyundai Kona Elektro. Und zwar hat der nicht die kleine Batterie, sondern die 64 Kilowattstunden Batterie. Also große Batterie, eventuell große Reichweite, das werden wir heute sehen. Ich fahre wieder Autobahn 130 nach GPS. Vielleicht mal kurz auf die Daten drauf eingehen. Also wie gesagt, über 200 PS, Vorderradantrieb. Von 0 auf 100 in 7,9 Sekunden, also da geht schon richtig was ab. Reichweite gibt jetzt hier um die 480 Kilometer an. Ihr wisst selber, ich mache es lieber selber. WLTP, okay, werden wir heute sehen. Hier sitze ich jetzt im sogenannten Style-Paket, mittlere Ausstattung, hat jetzt keine kompletten Ledersitze, nur an der Seite. Und ja, bin jetzt hier gerade am Laden, mache das Fahrzeug wieder auf 100% Akkukapazität voll. Dann fahre ich wieder los, meine Strecke auf der A3 Richtung Regensburg und werde dann ungefähr bei 55, 56% Akkukapazität werde ich wieder wenden und werde dann hier wieder an die Ladesäule in Berg, das ist ein Schnelllader, 350 kW, werde ich wieder versuchen, auf 0 bis 1% anzukommen. Ja, jetzt habe ich euch was Neues zu berichten auf meinem Kanal. Ich habe eine tolle Kooperation, bin ich mit der Firma Einfach Stromladen Maingau Energie eingegangen. Ihr kennt ja sicherlich hier diese Karte, der ein oder andere, ich blende es euch mal ein. Genau. Und ab sofort wird mich die Firma Maingau unterstützen mit meinen kompletten Videos, also Ladevideos, wenn ich Verbrauchsvideos mache, Roadtrips, also sämtliche Videos werde ich dann unterstützt von Maingau und ich habe jetzt aktuell eine Ladekarte bekommen und einen Chip und dann kann ich für euch einfach mehr Fahrzeuge testen, weil es ist halt leichter für mich, eine Kooperation einzugehen, die mich dann auch unterstützen. Für mich war Maingau auch die erste Wahl, also definitiv. Die leben die Elektromobilität, die waren von Anfang an transparent, die haben faire Preise. Es geht also, vielleicht schauen wir es uns mal kurz an. Ich gehe mal mit euch die Internetseite schnell durch. Wie bekommt ihr eure Ladekarte? Ganz einfach, ihr gebt oben ins Suchfeld maingau-energie.de ein, geht auf E-Mobilität, geht auf einfach Stromladen. Und da seht ihr dann auch komfortabel hier die Seite, wo ihr euch registrieren könnt. Das ist natürlich kostenlos. Da geht ihr dann drauf, gebt eure kompletten Daten ein, macht hier jeweils einen Haken und schickt das Ganze kostenlos zu. Und dann habt ihr relativ schnell eure Ladekarte. Gehen wir mal kurz die Preise durch. 35 Cent die Kilowattstunde für den Normalpreis. Und wenn ihr Maingau-Kunde seid und habt Gas oder Strom bezogen, bekommt ihr das Ganze für super günstige 25 Cent die Kilowattstunde. Ihr habt selbstverständlich, könnt ihr das Ganze mit App steuern über Google Play oder App Store. Und wie gesagt, hier die Ladekarte oder dann der Chip. Das Ganze ist natürlich auch preisgekrönt und was mir jetzt wichtig war, transparent und günstige Preiskonditionen. Wenn wir mal anschauen, es gibt eine Ladestationskarte, da seht ihr jeweils, wo ihr mit der Ladekarte oder den Chip dann auch komfortabel laden könnt. Solltet ihr noch Fragen haben, ich bin jetzt bloß ganz kurz darauf eingegangen, könnt ihr euch an eine kostenlose Hotline wenden oder per Mail info@einfachstromladen.de. Gut, ihr habt also jetzt, ihr wisst, wie ihr die Ladekarte bekommt. Und wie gesagt, für mich lebt die Firma Elektromobilität. Daher für mich absolut die erste Wahl. Und ich bin jetzt echt dankbar, dass ich so einen starken Partner an meiner Seite habe. Und in Zukunft für euch da draußen sämtliche Elektrofahrzeuge zu testen, Ladevideos und Verbrauchsvideos und wie weit kommt das Auto. Und ja, wir haben morgen auch wieder was Spannendes vor mit meinem Tesla Model S. Da bleibt auf jeden Fall dran und abonniert meinen Kanal. Ja, ich werde euch jetzt mal das Fahrzeug von außen ein bisschen zeigen und auch ein paar Drohnenaufnahmen. Also schaut es euch mal an.
Gut, nachdem ihr das Auto von außen mal ein bisschen gesehen habt, schick in weiß, möchte ich mich noch bedanken natürlich an das Autohaus Leicht in Lauf, die mir wieder kostenlos das Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben. Ihr wisst, ich bekomme von den Autohäusern kein Geld. Ich mache das gerne für euch und die stellen mir immer die Fahrzeuge. Ich erwähne sie natürlich. Ich werde euch das unten auch nochmal verlinken. Genauso wie ich natürlich Maingau auch unten verlinken werde. Und wie gesagt, da könnt ihr dann auch euch nochmal in Ruhe die Internetseiten auch aufrufen. Ja, jetzt zeige ich euch mal das Fahrzeug ein bisschen von innen. Ich mache ein paar Aufnahmen. Also schaut es euch an. Nachdem ihr sehr viel wisst, also Neuerung von mir, ihr habt das Auto von außen angeschaut, ich habe es euch innen mal gezeigt, werde ich jetzt dann mal losfahren. Also wie gesagt, 130 auf der Autobahn, das kann das Auto, der hat einen großen Akku drin und ich bin ja mal gespannt. Also wie gesagt, wenn der angegeben ist mit knapp ja, 480 Kilometer, ihr könnt da mal unten reinschreiben, wie ihr das seht. Also mit dem großen Akku, ich fahre los, ich mache wieder eine GoPro hier vorne ins Display. Das seid ihr dann mit dabei, könnt euch dann auch anschauen, wie weit die Akkukapazität runter ist. Und dann wünsche ich euch viel, viel Spaß da draußen und wir sehen uns am Schluss mit dem Fazit. Und ich werde euch dann auch noch unten das Ladevideo dann auch noch zusätzlich verlinken. Also, bis dann. Die Wetterbedingungen zum Start waren bei 12 Grad, es war trocken, der Wind kam aus Nordost mit 10 km/h. Das heißt für uns, wir hatten leichten Seitenwind, weil wir Richtung Osten gefahren sind. Der Luftdruck lag bei 955 mbar. Der Akku wurde wieder auf 100% aufgeladen, folgende Einstellungen wurden vorgenommen, 20 Grad. Ich hatte die Heizung an und die Lüftung auf 3. Gestartet wieder mit 0 Kilometer, auch die Uhrzeit und der Durchschnittsverbrauch alles auf 0 zurückgesetzt. Los geht's, wir starten. Vielleicht gehen wir das Display mal ganz kurz durch. Vorerst gehen wir mal die Geschwindigkeit an. Wir werden wieder 130 mit GPS fahren. Ich vergleiche das immer hier und werde das am Display dann anpassen. Und wir müssen jetzt 133 km/h fahren, um 130 GPS eben als Ergebnis zu bekommen. Ja, gehen wir mal ein bisschen durch. Also wie gesagt, ganz rechts die Daten, jeweils die gefahrenen Kilometer. Eins weiter drunter der Durchschnittsverbrauch und zu guter Letzt die gefahrene Uhrzeit, in dem Fall 16 Minuten. Ganz rechts seht ihr dann optisch nochmal die Akkukapazität. Die geht dann eben bis in den Rundbereich runter. Im Moment zeigt er mir an 345 Kilometer Schätzwert. Da müssen wir mal schauen, bei einer relativ hohen Geschwindigkeit muss das nicht immer stimmen. Wir hatten bei dem Fahrzeug eine Startkilometerzahl, Tachostand 607 Kilometer. Also der Wagen war fast fabrikneu. Ja, wir halten uns natürlich hier an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ich fahre wieder Richtung, Richtung Regensburg und das Ganze dann auch nachts, weil da einfach weniger los ist. Ich habe weniger Verkehr. Wobei ich muss dazu sagen, seit ein paar Tagen ist der Verkehr, vor allem der LKW-Verkehr, wieder verstärkt und das merkt man natürlich auch nachts auf der Autobahn. Ja, wir haben mittlerweile 94 Kilometer gefahren, ein Durchschnitt von 21,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und sind unterwegs ja, nicht einmal ganz eine Stunde. Ich werde versuchen, wieder ungefähr in der Hälfte des Akkus zu wenden, dass ich dann auch genügend Akkukapazität wieder zur Verfügung habe, um die Rückreise dann an die Ladesäule eben auch richtig zu treffen.
Schätzwert 234 Kilometer. Und ich bleibe bei meinen 133 Kilometer in der Stunde. So, jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo ich dann auch die Hälfte erreicht habe. Und zwar in dem Fall 56% habe ich dann wieder Richtung Westen gewendet. Wir sind mittlerweile bei 150 Kilometer gefahren. Der Durchschnitt pendelt sich ein um die 22, etwas drunter, 21,8. Und die Fahrzeit eine Stunde und 22 Minuten. In dem Fall, der Kona hatte keine Verkehrszeichenerkennung. Das war ja auch nur die mittlere Ausstattung, wie gesagt, die Style-Ausstattung, und da hat er eben die Erkennung nicht. Ich bin wieder gefahren mit Spurhalteassistent und Tempomat, komfortabel bei 133 km/h. Sehr, sehr schön zu fahren. Ja, der Akku neigt sich langsam den letzten Drittel entgegen. Wir sind jetzt auch schon über 210 Kilometer gefahren. Der Durchschnitt pendelt sich ein auf rund 22 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Gefahren eine Stunde und 50 Minuten. Ich werde wieder versuchen, den Akku ziemlich weit runter zu fahren, um eben dann auch für euch da draußen zu zeigen, wie weit kommt er denn unter doch heute sehr guten Bedingungen mit dem Hyundai Kona Elektro. Der Kona Elektro war Modell 2019, war zwar im Januar 20 zugelassen, ist aber noch nicht in Europa gebaut, hat auch keine Aluminium-Fronthaube mehr, sondern alles jetzt in Stahl. Da hat sich doch ein bisschen was verändert. Der hat auch nicht die App-Anbindung gehabt. Ansonsten denke ich, sind die Verbräuche ähnlich. Ja, wir liegen jetzt hier bei 270 Kilometer. Er zeigt mir jetzt schon in die Reserve. Wir haben noch 16, 14 und ab 14 Kilometer zeigt er mir keine Kilometerzahl mehr an. Da arbeite ich dann immer mit dem Handy, um dann auch den Punkt genau zu treffen. Wir gehen jetzt dann mal die kompletten Daten durch. Die Schildkröte ist auch wieder am Start und ich bin jetzt kurz vom Ziel. Fazit und Endergebnis vom Donnerstag, 14.05.2020. Ich bin angekommen um 0.52 Uhr und das Ganze richtig weit unten mit 1%. Das heißt, der Akku hatte wirklich nicht mehr viel Akkukapazität zur Verfügung. Die nächste Anzeige. Und zwar eine sehr ehrliche Anzeige. Der Energieverbrauch gibt Hyundai hier an. Im Fahrbetrieb bei 97%. Die Heizung in dem Verklima war ja aus, hatten wir 2%. Die Elektronik ist angegeben mit 1% und Akkupflege hatte er in dem Fall nicht gemacht. Diese Anzeige ist eine sehr ehrliche Anzeige, die wünsche ich mir für jedes Fahrzeug, um dann auch die Nebenverbräuche dann klar anzuzeigen. Gut, dann kommen wir zum Endergebnis. Das Fahrzeug hatte eine Strecke zurückgelegt von 292,2 Kilometer. Wir hatten einen Durchschnitt von 21,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Die gesamte Strecke haben wir absolviert in 2 Stunden und 31 Minuten. Wir hatten am Ziel 10 Grad und sind angekommen mit 899 Kilometer laut Display. Ihr seht also ganz rechts, der Akku war wirklich komplett runter. Normalerweise würde hier noch eine Anzeige stehen, aber da war nichts mehr. Wir hatten auch die Schildkröte hier. Die zeigt er euch dann immer ab einem gewissen Kilometerbereich an, wenn ihr zu wenig habt, dass er wirklich dann auch an die Ladesäule ranfahrt. Rekuperation habe ich noch vergessen. Hier lag ich bei 1. Das finde ich jetzt beim Kona sehr angenehm. 2 war mir etwas zu abrupt. Also gerade im Stadtverkehr. Und also ich habe mich am wohlsten gefühlt mit der Rekuperationsstufe 1. Ja, ihr wisst ja, ich würde vorerst mal, bevor ich meine Note abgebe von dem Fahrzeug, ein paar positive Sachen nennen. Und zwar ist es für mich ein Urlaubsfahrzeug, mit dem ich sicherlich auch mal längere Fahrten vornehmen kann. Und da spielt es in einer ganz eigenen Liga. Positiv ist, dass es ein Nasenlader ist. Es ist sehr angenehm, an die Ladesäule ranzufahren.
Leistung ist sehr positiv, Kofferraum angenehm zu beladen. Was mir nicht gefallen hat, sind die hintere Sitzreihe, die war einfach zu wenig Platz. Ich bin 1,85 groß und hinter mir konnte kaum noch jemand sitzen. Also das hat mir nicht so gut gefallen. So, wie ihr es gewohnt seid auf meinem Kanal, gebe ich immer gerne Schulnoten ab, weil ich mache mir auch die Mühe und teste die Fahrzeuge und will euch dann ein bisschen was mitgeben. Bei mir zählen ja folgendes Kriterium mit rein. Einmal die Ladeleistung. Da würde ich euch dann unten auch nochmal empfehlen, dass ihr euch das Ladevideo anschaut. Zum Zweiten haben die erreichten Kilometer, wie viel das Fahrzeug eben geschafft hat, und der Verbrauch. Diese drei Faktoren werden mit reingezählt. Ich habe mir mal wieder Gedanken gemacht, was ich mache, und ich komme zu einem tollen Ergebnis mit der Note 1-. Ein super Ergebnis für das Fahrzeug. Ich bin wieder ganz unbedacht an diese Sache rangegangen und die 3-4 Tage, wo ich das Fahrzeug jetzt hatte, habe ich ausgiebig getestet und habe diese drei Faktoren also genau gegenübergestellt und wie gesagt, Note 1-. Okay, dann, wenn ihr irgendwas noch wissen wollt, vielleicht untereinander kommunizieren wollt, unten in den Kommentaren habt ihr die Möglichkeit. Nutzt die Möglichkeit. Ich versuche dann auch immer ein bisschen was noch zu ergänzen, den einen oder anderen Punkt fleißig diskutieren, hilft jedem. Und dann abonniert meinen Kanal, das hilft mir jetzt in dem Fall. Gebt mir ein Like, das hilft mir auch. Und dann will ich jetzt auch nicht mehr lang labern, ist auch spät geworden. Und dann sage ich danke fürs Zuhören und Zusehen und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.